Hallo Huhululu, neues Video von Edelweiß steht an und wir wollen euch dieses Mal zeigen, wie ist man 1920 Motorrad gefahren. 1920, rein rechnerisch, das sind 100 Jahre. Wie sind die vor 100 Jahren Motorrad gefahren? Wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut. 100 Jahre, ihr müsst euch das mal vorstellen, das sind eigentlich fast 4 Generationen hinter uns. Also euer Ur-Ur-Uropa. Und von uns ein Bekannter, der Carsten. Und den habt ihr jetzt schon ein paar Mal in unseren Videos gesehen. Da kommt unsere Wartburg her. Da haben wir die alte Tischlerei besucht. Den sein Opa. Also hier aus dem Ort kommt dieses Fahrzeug in Anführungszeichen. Also sein Uropa hatte dasselbe Motorrad. Eine Wanderer 616. Das hier ist ein frühes Modell von 1920. Also aus den Beginnen der Produktion von diesem Modell. Wanderer war ein Hersteller aus Chemnitz und Wanderer hat sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Also wirklich, also man muss fast sagen, nicht wirtschaftlich, weil die so perfektionistisch waren und so hochwertig gearbeitet haben, dass es fast keinen Sinn gemacht hat. Übertrieben gesagt. Also die haben wirklich sehr, sehr gut gearbeitet für ihre Zeit und auch schon sehr fortschrittlich. Wir haben hier 616 Kubik, daher auch die Typenbezeichnung 616. Also über 600 Kubik V2. Das ist schon erstmal eine Ansage. Zu der Zeit konnte sich das kaum jemand leisten. Also wenn man so ein Fahrzeug gefahren ist, dann war man wer. Und man muss auch sagen, man saß auf dem Fahrzeug oder sitzt heute immer noch, als wäre man wer. Also man hat eine aufrechte Körperhaltung und wie ihr das auch sehen könnt, das Fahrzeug sieht jetzt für euch vielleicht nicht aus wie ein Motorrad. Also wir haben hier noch Ballonbereifung, also das sind Wulstfelgen. Wir haben hier 26 Zoll und eigentlich diese Größen kennt ihr nur vom Fahrrad. Warum? Weil aus dem Fahrrad mehr oder weniger dieser Motorradbau mit entstanden ist. Und man hat sich natürlich irgendwo da angelehnt. Und im Endeffekt, wir haben sehr große Räder. Hinten starr, der Sattel ist zweimal gefedert und wir haben schon eine Vorderradfederung. Aber was euch auch auffällt, wir haben keine Vorderradbremse. Also da vorne im Vorderrad, da sitzt nichts. Das war zu der Zeit völlig normal, denn man dachte, entweder man braucht es nicht, weil man ist ja eh kaum jemand, also ne? Ist jetzt niemand dir entgegengekommen auf der Straße. Und natürlich war das Prinzip anders. Man hat das angetriebene Rad lieber abgebremst. Und das war das Hinterrad. Und somit haben wir hinten zwei Bremsen. Und da müssen wir mal auf die Seite schauen. Wir haben im Hinterrad hier im Kettenblatt eine Trommelbremse. Die betätige ich hier vorne. Also mit der Vorderradbremse, in Anführungszeichen, betätige ich hier hinten die Trommelbremse. Gleichzeitig habe ich noch eine Klotzbremse, die betätige ich über den Fuß und da kann ich hier einen Klotz hineindrücken. Diese Riemenscheibe war normalerweise auch Antrieb. Bei dieser Wanderer haben wir schon eine Kette, was fortschrittlich ist, das muss man einfach so sagen. Zu dieser Zeit wurden viele Fahrzeuge mit Riemen angetrieben. Wir haben ein Dreiganggetriebe, wir haben um die 10 PS, das ist eine Menge Holz für die Zeit. Dieses Dreiganggetriebe sitzt in dem Motor integriert, also im Gehäuse mit drin. Das seht ihr hier. Das, auch das ist schon wirklich fortschrittlich, weil meistens waren diese Getriebe extern angebracht, gesondert. Auch dass wir hier eine Kupplung haben, ist nicht selbstverständlich. Zu dieser Zeit natürlich war es dann schon gang und gäbe. Aber es gab wirklich auch Fahrzeuge, die sind ohne Kupplung ausgerüstet worden. Also das heißt, das waren sogenannte, ich sage es jetzt nicht, aber ihr müsst wirklich dann jedes Mal das Fahrzeug abwürgen und wieder anschieben beim Anfahren. Also mehr geht nicht. Was haben wir jetzt noch? Zu dieser Zeit von der Bedienung her ist es eigentlich ähnlich wie in den 20er Jahren. Also es ist nicht wirklich was Außergewöhnliches. Für euch wahrscheinlich schon, aber
Bei den frühen Motorrädern ist das eigentlich immer so. Wir haben hier Daumengas, wir haben hier diese Luftverstellung. Das heißt, ich muss dieses Gemisch, dieses Benzin-Luftgemisch muss ich selber regulieren und einstellen. Je nach Last, Temperatur. Dann haben wir hier eine Zündverstellung, die dient vor allem für den Startvorgang. Wir haben eine Dekompression. Auch diese dient zum Ausmachen oder auch zum Antreten, um diesen schweren Punkt, OT-Punkt, zu überwinden. Und wir haben hier eine Kupplung. Gleichzeitig auch noch Fußkupplung. Also ihr seht das, ich kann das mit der Hand und ich kann zusätzlich noch mit den Fuß kuppeln. Ja, Kickstarter auch ganz normal, so wie ihr es kennt. Eine Besonderheit ist noch die Carbidbeleuchtung. Und das muss ich euch noch kurz erklären. Also diese Carbidbeleuchtung war eigentlich auch völlig normal. Es gab nichts anderes zu dieser Zeit. Wir reden hier wirklich vor 100 Jahren. Und vor 100 Jahren, da hat man auf Carbidbeleuchtung gesetzt. Das war nicht viel, was da im Endeffekt rauskam, aber es war ein Lebenszeichen. Wir haben Carbid hier unten eingefüllt. Das könnt ihr euch wie ein Gestein vorstellen, also rein optisch. Es reagiert aber sofort auf Feuchtigkeit. Also es zerfällt auch unter Luftfeuchtigkeit. Wir haben hier oben einen Wasserbehälter. Und hier kann ich dann einstellen, wie stark das Wasser auf das Carbid trifft. In dem Fall tropft. Es entsteht ein leicht entzündliches Gas, was über diese Leitung hier in diesen Scheinwerfer kommt, in diesen Entwickler. Und dann haben wir einen Brenner. Der wird angezündet und dann entsteht hier eine Flamme. Ihr seht hier hinten einen Spiegel, der natürlich diese Spielzeugflamme verstärkt und dann hinausstrahlt. Ähnlich funktioniert das auch beim Rücklicht. Es ist wirklich schwer vorstellbar, aber es war zu der Zeit normal. Auch die Fahrräder sind so rumgefahren und auch ältere Herren, also wirklich schon ältere Herren, haben mir davon berichtet, dass sich damals auch auf die Motorräder draufgestellt wurde, beziehungsweise das Motorrad an einen Baum gelehnt wurde und man dann hier reingepinkelt hat, wenn man kein Wasser mehr hatte, beziehungsweise halt diesen Behälter auffüllen musste. Ob das, also es ist vorstellbar, ob es jetzt wirklich stimmt, ich weiß es nicht, aber das sind solche Anekdoten, die einen zugetragen werden. Ansonsten haben wir hier Tankschaltung, also wo man dann die Gänge einlegt, das ist auch eigentlich völlig normal. Wir haben einen seitengesteuerten Motor, die Ventile sitzen an der Seite. Auch das sehr fortschrittlich für die Zeit, das muss man sagen. Ja, extrem hochwertig gearbeitet und ein traumhaftes Motorrad. Das muss ich euch auch noch zeigen. Da schiebe ich sie mal ein bisschen weiter weg. Und zwar diese Auspuffklappe. Das ist auch ganz geil. Also das Fahrzeug an sich ist eine sehr, sehr schöne Einheit. Es ist sehr viel oder eigentlich fast alles original und alles Originalteile. Bis jetzt auf der Sattel, das ist nachgefertigt. Ja, zu dieser Auspuffklappe. Und zwar, wenn ihr durch die Stadt gefahren seid, wurde die zugemacht aus Geräuschgründen, damit das Fahrzeug nicht allzu laut ist. Und natürlich auf Land habt ihr das Ding aufgeknallt, beziehungsweise ist durch Vollgas, durch diesen Druck, auch von alleine aufgegangen. Also wenn ich jetzt hier Gas gebe, fängt die halt an zu flattern und geht dann auf. Das war auch normal, gerade in 20er Jahren hatten auch viele Autos eine extra Klappe, um das zuzuschieben und dann auf Land hat man sie aufgemacht. Tja, was kann ich euch noch sagen? Ansonsten, wir haben einen Öltank integriert, Benzintank. Der Startvorgang, der ist etwas witzig, dazu kommen wir gleich. Und ansonsten die Sitzposition. Und die Sitzposition, das hatte ich vorhin schon gesagt, normalerweise soll man sich jetzt nicht auf den Ständer setzen, aber damit ich nicht umfalle. Und ihr seht das schon, ihr sitzt gerade auf dem Fahrzeug. Und man, na, das ist sehr angenehm. Also ähnlich wie auf dem Holland-Fahrrad, das muss man fast so sagen. Und ihr sitzt da halt wirklich chillig. Und also es ist wirklich eine absolute Zeitkapsel. Für uns auch das zweitälteste Fahrzeug, was wir bisher hatten. Das älteste Fahrzeug war eine NSU von 1905 am Rande erwähnt. Aber das hier ist schon nochmal echt eine andere Hausnummer. Was man halt auch merkt, der Lenker. Der federt mit. Das ist relativ dünnes Material. Das heißt, der nimmt die Schwingungen mit auf. Das ist alles halt wirklich so eine kleine Klapperbüchse. Das muss man echt sagen. Aber es ist
so ein geiles Erlebnis und es macht auch wirklich Spaß. Das muss man auch sagen. Kommen wir zum Startvorgang. Also bei einem Kaltstart gehen wir hier an die beiden Zylinder, öffnen diese Hähne und können dadurch Sprit hineinlassen. Also wir haben hier eine extra Leitung und hier oben ist wie ein zweiter Hahn, den wir aufdrehen können, der am Endeffekt hier unten konisch sitzt. Und ihr seht es jetzt auch schon, wenn ich jetzt hier aufdrehe, fängt es an zu tropfen und somit kann ich das extra fluten, um den Startvorgang zu verbessern. Das sollte ich natürlich nicht übertreiben. Ansonsten habe ich auch hier meinen Benzinhahn. Ich kann hier nochmal tippen und habe natürlich auch noch meine Luftverstellung. Das heißt, Kaltstart mache ich die Luft zu, Zündverstellung und dann normalerweise suche ich OT. Und sie läuft. Und sie läuft richtig geil. Da kann man auch sehr schön die Ventile arbeiten sehen. Und so ist es auch gleich etwas angenehmer von den Geräuschen her. Und das ist schon sehr, sehr geil. Zeit für eine Probefahrt. Und da nehmen wir euch jetzt mit. Bevor ich euch jetzt noch erkläre oder sage, wie es nun so wirklich ist, so ein Ding zu fahren, sehe ich ja eigentlich komplett scheiße aus. Also gut, das sehe ich meistens, aber zu so einem Fahrzeug muss der richtige Porn sein und es muss auch die richtige Kleidung sein. Das haben wir gleich erledigt. Na? Das passt doch viel, viel besser. So, und jetzt ist das eine absolute Zeitkapsel. So ähnlich. Stiefel passen gerade so drauf. So ähnlich hat es ausgesehen. Geil. Ja, wie ist das Fahrgefühl? Also, das ist schon, wenn ich das so sagen darf, ein kleiner Klapperstuhl. Es macht auf jeden Fall viel Spaß. Der Sound ist geil durch den V2, aber das Wichtigste ist, du musst voll dabei sein. Also, einfach draufsetzen und Gas geben oder so, das ist nicht. Sondern du musst immer dabei sein. Du musst hören. Hat der Motor irgendein Problem? Braucht der mehr Öl? Wird er zu heiß? Du musst gucken. Ansonsten natürlich immer Zündung beachten, Gas geben, die Luft. Wenn du das drin hast, ist das kein Problem. Aber du musst trotzdem dabei sein. Und natürlich das Allerwichtigste ist vorausschauend. Weil deine Bremsen, wenn man sie überhaupt Bremsen nennen darf, sind dürftig. Natürlich hast du hier eine Bremswirkung, aber das ist absolut nicht vergleichbar mit einer Scheibenbremse heutzutage bei einem Motorrad, wo das Hinterrad angehoben wird. Also hier hebt sich gar nichts an. Also du musst wirklich hier voll reingehen, voll bremsen und einfach hoffen im Notfall, dass du rechtzeitig stehen bleibst. So, und jetzt wird es Zeit, sich zurückzulehnen und den fetten Porn zu genießen. Da freue ich mich jetzt schon sowas von drauf. Mann, 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 das wird geil. Woo! Also fliegen wir zurück ins Jahr 1920.